immer wieder wollte man, dass wir wieder Kontakt zur Polizei aufnehmen und provoziert hier weiter. Ne? Selbstverständlich machen wir das nicht. Wir wissen doch, was da los ist. So, was Uwe Mamelow mit mir gemacht hat und was man denn auch nicht zum Protokoll genommen hat, ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt schon angezeigt? Nee, da wurden wir schon gestört. Ne? So, möchte ich nochmal sagen, dass der Zahn immer noch hier in den Lücken hängt. Ne? Er wächst nicht richtig an, vielleicht auch durch die chemischen Kampfstoffe. Ich habe davon nicht so eine Ahnung, dem ganz anders. Also er ist immer noch nicht fest und ist noch immer richtig schön super locker. Ich habe den Zahnweh noch drin. So, und das geht natürlich nicht. Das war ein Angriff von Uwe Mamelow. Und ich habe mich richtig gewundert, was der da macht und was der da zu suchen hat. So, das möchte ich auch der Welt sagen. Nur weil wir hier Lüfter laufen haben, ist es uns möglich zu machen, was wir wollen hier drin. Sonst würden wir schon gar nichts mehr machen können. So doll wird diese Wohnung begast mit allen schädlichen Dingen, was weiß ich. So, und wir haben im Moment gerade wieder schwerste Magenkrämpfe und mussten das alles lassen, was wir gerade gegessen haben. Das möchte ich auch nochmal sagen, oder nicht? So, es geht nicht so weiter. Sie handeln hier jetzt nach dem Gesetz. Wir kriegen Unterstützung vom Sozialgericht, wir kriegen Unterstützung vom Verwaltungsgericht. Ne? Da wird was eingeleitet, damit die Polizei alles an die handelt. So, und keinerlei persönlichen Kontakt oder so. Worüber wollen wir uns denn unterhalten? Und hören Sie auf, hier zu lügen. Schon im Ansatz weiß ich, was Sie wollen. Mann, die Psyche und diese ganze Primitivheit. Wir sind in der DDR aufgewachsen. Wir kennen alles. Ne, so, und natürlich die meiste Zeit in der Sowjetunion. Und da war es da auch nicht anders. So, das möchte ich auch nochmal sagen. Also es sieht so aus, also leider wurden unsere Hirne zu doll geschädigt. Und, also, es sieht so aus, dass wenn ich in der Sowjetunion war, dass ich dann in der Familie Gorbatschow integriert war. Als kleinerer Mensch, sag ich mal, als Kind. Ne? So, und das ist auch so, wer sich denn in Psychologie und so nicht so auskennt. Also, wenn man ein kluges Kind hat, das fährt dann natürlich auch auf den KGB-Stiefeltern in der Sowjetunion ab. Ne? Also auf den Gorbatschows. Ne? Sie können natürlich von dem Kind lernen. Auch wenn sie viel älter sind. Und sonst schon was machen, das weiß ich. Ne? Das möchte ich auch nochmal sagen. So. Und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Aber ich hieß wahrscheinlich da sogar mit Nachnamen Gorbatschow, damit es nicht auffällt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Gorbatschow draußen ist. Ich weiß nicht, ob es den schon zu DDR-Zeiten gab. Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls irgendwo mal den Namen Gorbatschow ganz losgelesen. So, und Gorbatschow ist ja schon seit 85 da dran oder so. Ich glaube, da war er denn hier nachher, wie hieß das denn? Erster Sekretär, ja, erster Generalsekretär der KPDSU, ne? Und alles andere. So, und seitdem ich diesen Namen gelesen habe, kann auch sein, dass ich ihn einfach in MD gelesen habe. Mensch, denke ich, Gorbatschow. Woher kennst du diesen Gorbatschow? Der Name kam mir so bekannt vor. Total bekannt vor. Na, und dann waren sie gleich dran, dass ich darüber nicht mehr nachdenke. Aber ich weiß es nicht mehr, ob es nun in der DDR-Kaufhalle war oder ob ich es da im Dings gelesen habe. Mir ist so, als wenn ich es eher auf der Flasche in der Kaufhalle gelesen habe. Weil auch wenn wir kein Alkohol mehr getrunken haben, wir haben doch die ganzen Stasi-Freunde gehabt, die dann immer gesoffen haben bei uns. So, und das ist auch Gastfreundschaft und so. Also haben wir natürlich auch immer Alkohol gekauft, ne? Auch wenn wir im Prinzip selbst nichts getrunken haben oder ganz wenig. So, ich bin der Meinung, ich hatte die Flasche Gorbatschow genommen, aber das weiß ich nicht genau. Mensch, Gorbatschow. Ja, Gorbatschow kennst du aber woher? Ja. Das war mein eigener Familienname in der Sowjetunion, weil ich bei diesen Gorbatschows lebte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere doch mal daran, ne? Weil meine kleinen Kinderfotos sind ja noch nach oben.
Und es sieht so aus, als lasse ich die meiste Zeit immer dicker. Durch diese ganzen Medikamente, wie wir jetzt auch wieder dick und aufgeschwemmt sind. Durch diese ganzen Medikamente. So, man hat uns vorgestern hemmungslos bei Regen und zum Glück starken Wind. Das hätten wir uns das gar nicht leisten können. Durch ganz Frankfurt gejagt. Immer wieder provoziert. Mindestens einmal wollte man uns gerne überfahren. Immer wieder hat man sich um uns gestellt. Überall haben sie geraucht. Immer wieder haben wir dann die ganzen Jugendlichen um uns gehabt, die sich dann plötzlich vor uns gestellt haben. Es ist unglaublich, was da alles möglich ist. Es ist unglaublich, wie man wieder auf uns zuging, wie man hinter uns wieder lang ging, wie man um uns dumm tat. So, und ich hoffe, es hat stark geregnet, trotzdem habe ich immer mal drauf gehabt und nicht gefilmt. Ich hoffe, dass einige Sachen was geworden sind. Und diesmal laden wir so hoch. Weil das lasse ich mir einfach nicht mehr bieten. Dazu können sie mir alle einfach viel zu geben. So, und ich fordere nochmals dringend Hilfe aus. Wir brauchen dringend Hilfe hier. Ne? Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Man hat uns alles gestohlen. Man erniedrigt uns total, weil der fixiert uns in dieser Wohnung. Ne? Wir bekommen nichts ersetzt. Man hat wieder unwahrscheinlich geklaut. Letztes Jahr. Unter anderem Unterwäsche, Wintersachen und so weiter. Wir haben hier jetzt gar nichts mehr. Wir laufen sowieso wie die Penner rum. Das möchte ich nicht. Man sieht ja zu hier. Möchte ich nochmal international sagen, wir kriegen hier nicht unser Recht. So, und nochmal Notfallbefehl. Man sieht hier ja zu in der Polizei und so, dass Gerichte und so nach den Gesetzen handeln. Und das drückt man mit Gewalt durch. Nichts anderes. Dafür ist die Polizei da. Sie sind fürs Volk da. Und nicht für so einen Richterhafen oder irgendwas anderes. Ne? Und der Jörgi vom BKA. Sie haben fürs Volk zu handeln. Und so wieder irgendwas nicht stimmt, dann haben sie sich dagegen aufzulehnen. Das ist doch wohl normal, oder nicht? Genauso BND. Das ist doch wohl nicht normal. BND-Staatsschutz. Er ist fürs Volk da. Und nicht für diese Politikerhafen, die sich nur präsentieren und so. Das war's, ne? Ja, wie gesagt, der ganze Tag ist heute für uns verloren. Das war's heute. Danke für die Aufmerksamkeit.